Schönen guten Abend, 19 Uhr, Zeit für ein neues Insta-Live. Ich habe mich heute mit Daniel Kowalewski verabredet von Wasni. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit ihm. Ein ganz, ganz feiner Kerl, der mit seiner Firma große Sachen bewegt und der nicht nur schöne Hoodies macht, sondern gleichzeitig auch noch was für die Gesellschaft tut. Deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine gute und angenehme Woche. Ich bin sehr gespannt, was Daniel Kowalewski uns erzählen wird, wie es ihm in Esslingen ergeht, wie es um Mode steht, gerade auch in Zeiten der Pandemie. Und er hat übrigens eine sehr spannende Biografie, das wird er uns gleich selber erzählen, weil er nicht direkt im Modegeschäft angefangen hat. Und man kennt ihn auch über Esslingen hinaus schon. Film, Funk und Fernsehen haben schon über Wasni berichtet. Und umso mehr freue ich mich, dass wir uns gleich ein bisschen unterhalten können und wir gemeinsam schauen können, ob es denn auch für euch neue und spannende Erkenntnisse gibt. Und wie immer gilt, ihr dürft gerne in die Kommentare etwas hineinschreiben. Ihr dürft sehr, sehr gerne mit uns gemeinsam diskutieren. Und es gibt schon die Anfrage von ihm. Dann nehmen wir ihn mal dazu und diskutieren dann mit ihm gemeinsam. Wenn das jetzt funktioniert, müsste sich der Bildschirm teilen und dann diskutieren wir zusammen. So, wir diskutieren gleich über Hoodies und über Mode. Jetzt nehme ich die Teilnahmeanfrage gerne nochmal an und dann schauen wir, ob das funktioniert, dass die Technik auch mitspielt. Das wäre ja ein Jawohl! Ja, hallo Herr Fink, ich grüße Sie. Super, es freut mich sehr. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Hallo, toll, dass es klappt. Ich freue mich wirklich schon seit Wochen auf unser Gespräch. Und ich freue mich, Sie so munter zu sehen. Deshalb die in diesen Zeiten besonders wichtige Frage, geht es Ihnen gut? Mir geht's wunderbar, jawohl. Haben gerade eine stressige Woche mit einigen Umbauten bei uns, aber ich bin gesund. Genau. Das ist tatsächlich momentan mit das Wichtigste. Lieber Kowalewski, ich habe vorhin schon in der Anmoderation ein bisschen was erzählt und habe vor allem auch gesagt, dass wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, wenn man sich mit Ihrer tollen Firma beschäftigt, man sehr schnell merkt, dass natürlich Wasni etwas Besonderes ist, da kommen wir gleich drauf, aber dass ja auch Sie eine wirklich spannende und tolle Biografie haben. Vielleicht nehmen Sie uns mal ganz kurz mit, damit wir wissen, wer sind Sie eigentlich und was haben Sie eigentlich alles gemacht, bevor Sie dann mit Wasni in Esslingen gelandet sind? Ja, wo soll ich anfangen? Also ich mache die kurze Version, also ich fange jetzt nicht ganz bei der Geburt an. Also ich komme aber eigentlich aus dem Norden, bin aber schon seit 20 Jahren im Süden. Ich habe so eine Vorgeschichte vor Wasni, dass ich vorher 13 Jahre lang ganz normal in der Industrie gearbeitet habe, erst bei der Firma Metabo in Nürtingen und später bei der Firma Zeiss auf der Ostalb und war dort erst im Vertrieb tätig und später in der Produktion, Logistik, genau, und war dann, das war 2013, irgendwann an dem Punkt, ja, dass ich dachte, ich kann nicht genau sagen, den Grund, der es war, aber es gab verschiedene Gründe, ich hatte eine weite Anfahrt, es war schon ein ziemlicher großer Konzern, recht politisch und dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte mir einen anderen Job suchen und hatte dann im Kopf, dass ich mir, ich habe zu der Zeit schon in Esslingen gewohnt und hatte im Kopf, dass ich mir irgendwas hier in der Gegend suche und habe dann, dann aber gedacht, okay, wenn ich schon mal den Job wechsle, dass ich dann einfach nochmal die Zeit nutze, um was ganz anderes zu machen, hatte erst Reisen im Kopf. Aber dann fiel mir auch nicht so das richtige Land ein, wo ich unbedingt hin wollte. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich bei meinen Eltern im Norden war. Und da lief ein Bericht im Radio über den Bundesfreiwilligendienst. Das ist der Nachfolger vom Zivildienst. Und der hatte damals einjähriges Jubiläum. Und da wurde gesagt, dass der ganz gut angenommen wurde, der Bundesfreiwilligendienst, außer von Älteren. Und älter ist man ab 27, habe ich dann gelernt. Und das hat mich direkt angesprochen. Ich hatte meinen Zivildienst schon gemacht, allerdings im Krankenhaus, wollte das damals eigentlich schon mit Menschen mit Behinderung machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich das jetzt nach und habe mich dann hier in Esslingen vorgestellt, an der Schule, an der Hohecker Schule auf dem Zollberg, am Sonderschulpädagogischen Zentrum. Und die fanden das toll, jemand Älteres zu haben, dass sich auch ein Mann vorstellt. Und dann hat das funktioniert. Ich war dann ein Jahr lang Hofdi.
an der Schule. Ja. Ja, und ganz kurze Zwischenfrage. Wie alt warst du denn als Bufti? Als Bufti war ich 36. Ja. Oder 37. Ja. Für Bufti ziemlich alt. Aber es hat nicht geschadet, offensichtlich. Nee, überhaupt nicht. Also es war ein tolles Jahr. Das hat wirklich hat super Spaß gemacht. Ich war in der Hauptstufe, so 10- bis 14-Jährige in der Schule für Kinder mit kognitiven Einschränkungen. Es war wirklich ein tolles Jahr. Ja. Ja, und ich habe dann schon ziemlich schnell gemerkt, nach ein paar Monaten, dass ich dachte, ich kann nicht in die alte Welt zurück, so wie ich das ja genannt habe. Und dann war mir schon klar, ich will gerne etwas machen mit einer Gemeinwohlorientierung. Genau, und war dann recht offen, in welche Richtung das geht. Und dann habe ich dann während der Zeit schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich so nach der Schulzeit und wie sieht die Arbeitswelt aus für Menschen mit Behinderung. Und dann gibt es ja zum einen die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, in Esslingen die WEK, oder gibt es ja eigentlich auch in jeder Region. Und ich finde, ist es auch für viele genau das Richtige. Es ist ein sehr geschützter Rahmen, es gibt einen guten Betreuungsschlüssel, aber es gibt auch Menschen, die dort eher unterfordert wären und die aber gleichzeitig das Problem haben, dass sie am klassischen ersten Arbeitsmarkt, am allgemeinen Arbeitsmarkt keine Chance bekommen. Und da gibt es dann einfach so eine Lücke dazwischen. Und dann war ich darauf gestoßen, dass es dafür Inklusionsunternehmen gibt. Das sind auch Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes, also sind sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Aber dort arbeiten zu 50% Menschen mit einer Schwerbehinderung. Und da hatte ich mir welche angeschaut und das fand ich einfach sehr spannend. Und dann war für mich so, ja, das war für mich so die erste Entscheidung, dass ich gerne ein Inklusionsunternehmen gründen möchte. Genau. Und dann war das ein Prozess über 2, 3 Jahre, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich wollte gerne etwas machen mit einem produzierenden Charakter, weil Inklusionsunternehmen sind oft im Dienstleistungsbereich, ja. Hotellerie, Gartenlandschaftsbau, Reinigung. Ich wollte gerne etwas machen, wo man was in der Hand hat. Und das Zweite war, dass ich es gerne privat machen wollte. Also Inklusionsunternehmen sind oft in der Trägerschaft von... mit der besonderen Belegschaft, dass es möglich ist, damit auch langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das finde ich dann einfach glaubwürdiger, wenn es in einem ja, privat geführten Unternehmen ist. Ja. Also ich glaube, erstmal müssen wir an der Stelle auch mal uns herzlich bedanken bei all denen, die da unterwegs sind, die auch im Bundesfreiwilligendienst unterwegs sind. Darüber redet man eigentlich auch viel zu selten. Deshalb finde ich allein, ja. Das wäre schon spannend, dass wir uns darüber den ganzen Abend unterhalten können. Mega, ja. Weil ich wirklich finde, es geht ja jedem so, wenn man sich auch mal unterhält mit denjenigen, die doch die alte Zivi-Zeit und sowas kennen. Ja. Ich kenne eigentlich niemanden, der da auch für die Persönlichkeitsentwicklung nicht viel mitgenommen hätte. Dass genau so diese Zeit was war, wo man auch für die eigene Persönlichkeit ganz viel kennengelernt hat. Es muss ja nicht bei jedem ganz so einschneidend sein, wie es bei Ihnen war. Aber ich glaube, wir können schon erstmal Danke sagen an all die, die sich in diesen Bundesfreiwilligendiensten organisieren und auch ruhig dafür werben, sich auch im höheren Alter zu trauen, das zu machen. Ja, auch im höheren Alter, ja. Danke. Also, alles über 20 in diesem Fall. Ja, nein, ich bin voll dabei. Also ich werde auch gar nicht abgeneigt zu sagen, das wäre auch etwas, was durchaus verpflichtend sein kann. Also im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, kulturellen Bereich. Ich finde das so eine Bereicherung, auch einfach auch in andere Bereiche reinzuschnuppern. Und ich weiß es auch von anderen Freunden oder Freundinnen, die dadurch erst ihre Berufsentscheidung getroffen haben oder ihre Berufsentscheidung gewechselt haben. Ich finde es eine super Sache, auf jeden Fall. Ja, ja und also... Abschließend dazu, ich glaube, das ist schon auch was für Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgen kann, ja. Wenn man sich auch mal für die Gesellschaft eben engagiert. Aber dieser Zusammenhalt und das gesellschaftliche Engagement, das hat Sie ja dann tatsächlich umgetrieben. Und die spannende Frage ist, war dann klar, Sie wollen in dem Bereich was machen, Sie wollen wirtschaftlich tätig werden. Ja. Wie kam der Bezug dann zur Mode? Waren Sie dann ein Modefreak und haben gesagt, hey, in die Richtung wollte ich schon immer mal was machen? Also ich trage schon mein Leben lang Klamotten. Das ist mein Bezug, den ich habe. Und das war es dann auch schon. Das war schon ein bisschen durch Schicksal, Zufall. Ja, ich hatte mir schon, ich wollte gerne ja, was Neues machen, Produzierendes. Und ja, ich habe lange nach der richtigen Idee gesucht. Und dann war es wirklich eher ein Zufall, dass ich bei einer Nachbarin die Taschen macht aus Werbeplan.
mit der mal einen Kaffee getrunken hatte und dann hatte sie so die Idee, dass sie gerne noch was anderes aufbauen wollte. Sie wollte damals T-Shirts machen aus Merino-Wolle. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch zusammentun. Die Idee von Inklusionsunternehmen und die Idee von Kleidung zu nähen zusammenzubringen. Und dann waren wir auch ein paar Monate gemeinsam unterwegs. Und dann hatte sie hatte eine Kündigung bekommen für ihr Geschäft, sie musste umziehen, sie hatte einen Bandscheibenvorfall und sie hat gesagt, hey, Daniel, ich kann gar nicht, ich brauche noch ein Jahr. Und ich saß auf heißen Kohlen und habe gesagt, ich kann nicht warten. Und dann, ja, war für mich klar, dass mir das Thema Merino war dann für mich gegessen. Und dann dachte ich, okay, dann geht es über Bekleidung und wir machen. Das war für mich dann klar, wenn es schon einen sozialen Charakter hat, dann gehört für mich auch das Ökologische auf jeden Fall dazu. Und dann war es klar, dann nähen wir Bekleidung aus Biobaumwolle. Der Gedanke, dass es so ist, wie es jetzt ist, der war auch noch lange nicht so. Der Gedanke war da noch, wir machen T-Shirts, Hoodies, Hosen, Jacken, noch das volle Programm. Genau, ich war dann erstmal allein unterwegs, ja. Ohne irgendwelche Kenntnisse, genau. Und das war dann auch, ja, nach der Entscheidung, das erste, also eine Immobilie zu finden und auch noch Leute zu finden oder ja, Menschen zu suchen, die das mit mir zusammen machen, die einen Bezug haben oder die Ahnung haben von Bekleidung, ja. Genau, ja. Das klingt jetzt relativ einfach, so kurz zusammengefasst. Ich habe da eine Idee. Ich brauche jetzt halt ein paar Leute und ich brauche eine Immobilie. Dass die Idee zuerst da ist, das verstehen wir, glaube ich, alle sofort. Aber wie muss ich mir das dann konkret vorstellen, aus der Idee und aus den Gesprächen zu wissen, okay, ich möchte gerne in Richtung Textil gehen, ich möchte gerne nachhaltig sein, ich möchte sozial sein. Dann zu sagen, okay, jetzt brauche ich eine Immobilie. Wie haben Sie sich dem genähert? Also ich meine, man muss sich ja überlegen, wie groß soll das sein, was muss da alles drin sein oder hat es gar keine Rolle gespielt? Aber auf jeden Fall, ich hatte im Kopf irgendwie eine kleine Garage oder irgendwas ganz, ganz Kleines, und dann die Idee, dann zu gucken, mal nach einem Jahr zu gucken, wie läuft es denn, und ob das dann größer werden kann. Auch dort, wir sind dann in der Küferstraße gelandet, in Esslingen, in der Altstadt, und super, mit einer Fußgängerzone, ein Riesenglück im Nachhinein. Und das war. Auch die Immobilie ist viel größer gewesen, aber es war nur ein kleiner Teil ausgeschrieben, sonst hätte ich mich dort nie gemeldet. Dort von 80 Quadratmeter ausgeschrieben und dann habe ich mich dort gemeldet und dann ja, haben wir das, oder da war ich noch alleine, dann habe ich das gemietet. Das war so das Thema Immobilie und das war später das Glück, weil als wir größer wurden, gab es dann noch ein zweites Stockwerk, was leer stand, was wir mitnutzen konnten und so brauchten wir. Also wir sind die ersten, wir sind ja jetzt vor ein paar Monaten erst umgezogen, wir waren 6 Jahre lang in dem gleichen Gebäude. Ja, und die Suche nach Mitarbeitenden war bunt gemischt. Nadine, ah, ich sehe gerade Nadine, guckt zu. Hallo Nadine. Hallo Nadine. Nadine ist die Mitarbeiterin der ersten Stunde. Genau, das war die Ach, wie allererste. schön. Genau, sie war dabei. Sie ist ausgebildete Modeschneiderin. Oh, jetzt muss ich es richtig sagen. Ausgebildete Maßschneiderin und Modedesignerin. Ich hatte eine Anzeige geschaltet über das Arbeitsamt. Und unter anderem ist es auch bei der Kerschensteiner Schule, bei der Modeschule in Stuttgart gelandet. Dort hat ein Dozent, wiederum Nadine, die Anzeige gezeigt und sie hat sich dann als erste damals noch bei mir beworben. Genau, dann, wir erzählen immer noch gerne die Geschichte. Also wir saßen dort einfach in dieser Immobilie und es war einfach nichts da, außer einem Tisch und 2 Stühle. Und dann denke ich noch immer Hut ab vor Nadine. Dass sie sich darauf eingelassen hat, wie das aus sich vorzustellen, dass da vielleicht auch mal genäht wird. Ja, ist heute noch eine schöne Geschichte. Wir haben noch schöne Fotos einfach von diesem einen Tisch, der in diesem 80 Quadratmeter großen Raum stand. Ja. Total schön. Also wir freuen uns natürlich über alle, die zuschauen. Ich habe auch den Rainer Hauenschild schon gesehen, mit dem ich mich ja auch unterhalten habe. Es gilt natürlich für alle, die zuschauen, die auch eine Frage haben. Das darf gerne gestellt werden. Wir versuchen alles zu beantworten, was an Fragen hier so aufploppt. Und ich finde diesen Spirit, den spürt man ja, wie das so am Anfang war. Mit einer Ja. tollen Idee, dann hat man die Immobilie und dann sitzt man da, glücklicherweise irgendwann zu zweit. Ja. Und dann muss man ja aber das Ganze in die Tat tatsächlich umsetzen. Wie Ja. sind denn dann die nächsten Schritte? Wie funktioniert das? Die Nadine muss ja wissen, was soll sie denn jetzt eigentlich machen? Ja, wir waren unterwegs auf der Alp, haben uns einfach andere Sachen noch angeschaut. Wie machen das andere? Der Gedanke war, das war Sommer. Wir wollten mit T-Shirts beginnen. Wir waren beim Lieferanten für T-Shirt-Stoffe. Wir waren bei der Hochschule in Reutlingen. Es gibt eine Textilhochschule. Dort haben wir uns informiert, wie prüfen wir denn Stoffe? Ja, so verschiedene Dinge. Und der Gedanke war, T-Shirts zu machen.
und haben auch Musterstoffe bekommen, die waren richtig gut. Wir haben Schnitte gemacht und sind dann immer, Nadine hat Schnitte gemacht und ich habe es zugeschnitten, Nadine hat es genäht. Und dann sind wir raus auf die Straße und haben die ersten besten Leute angesprochen, hey, komm mal kurz rein, probiert das mal an, wie das denn eigentlich sitzt. So fing das an, das war sehr, ja, echt eine spannende Zeit. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt bestellen wir die größte Menge Stoff. Ich glaube, es waren 500 Meter T-Shirt-Stoff. Und 2 Wochen später wollten wir öffnen. Und dann kam der Stoff und das war eine Katastrophe. Ich habe den gewaschen und der ist über 10% eingelaufen. Und es war klar, wir können den Stoff nicht verwenden, so können wir nicht beginnen. Das war damals ziemlicher Ärger mit dem Lieferanten. Ich müsste dem eigentlich heute sehr dankbar sein, dass das so passiert ist. Weil deshalb haben wir mit Hoodies begonnen. Wir hatten eh den Plan, als nächstes mit Hoodies weiterzumachen und hatten den Stoff auch schon da und dann hat Nadine den Schnitt für Hoodies entwickelt und dann haben wir mit Hoodies begonnen, also Kapuzenpullover. Das war das erste Produkt, ein Kapuzenpullover, eine Kapuzenjacke. Das ja, war's. Ja. Die Nadine hat ja den beruflichen Hintergrund. Ja. Wie kam es dazu? Also zuschneiden verstehe ich noch, wenn man mir was hinlegt und sagt, schneid es zu. Aber woher haben Sie dann diese Kompetenz hergenommen, neben der Idee und ich sag mal den kreativen Part, da auch wirklich handwerklich anzupacken? War das alles selbst beigebracht? Ja, zuschneiden ist in der Tat, ja, also das geht mit der Schere, das geht ganz gut. Ja, alles andere, was du drumherum ist, auch das Kaufmännische, denke ich mal, ich sehe so die Zeit, die vorher war, meine 13 Jahre in der Industrie, sehe ich irgendwie als 13 Jahre Ausbildung für das, was danach kam. Also ich hatte sehr viele verschiedene Chefs, ich hatte das Glück, verschiedenste Dinge zu tun in der Produktion, im Vertrieb. Und das ist sicher etwas, was mir dann später oder dann auch heute noch einfach zugutekommt. Ja. Und wir waren dann auch mittlerweile zu dritt, muss man noch dazu sagen, die Japrak, die ist heute auch noch dabei, war die dritte im Bunde, die nach der Nadine noch dazu kam. Genau, wir waren dann zu dritt. Und sie hatte eine Ausbildung als Modeteilnäherin, die Japrak ist gehörlos, hat das in der an der Schule in Binnenden gemacht und hat eine Ausbildung zur Modeteilnäherin gehabt. Das war noch jemand, der auf jeden Fall nähen konnte. Ja. Ja. Die Frage, die gerade schon gestellt wurde, war, braucht Vasi noch Unterstützung? Da kommen wir am Ende dazu. Denn wir waren jetzt gerade so in der Anfangsphase. Wann war denn der Name da? Also wir können auch gleich noch auflösen, ich weiß natürlich, für was Vasi steht und jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß es auch. Aber vielleicht auch für diejenigen, die damit bisher nichts anfangen konnten, der Name hat Bedeutung. Der Name wird ja irgendwann ja auch da gewesen sein. Wann war das denn? Also zum Zeitpunkt der Gründung gab es den Namen noch nicht, weil gegründet hatte ich dann die Firma tatsächlich unter einem anderen Namen, der nachher überhaupt keine Rolle spielte. Aber die Firma musste unter irgendeinem Namen gegründet werden. Das war dann mit meinem Nachnamen oder mit einem Teil von meinem Nachnamen. Der Name ist ja Vasni. Und das war eine längere Suche. Ich weiß nicht, wir saßen mit Freunden mal im Wohnzimmer mit vielen gelben Zetteln an der Wand und rumgesponnen. Und ich hatte irgendwann gelesen, also es war so ein Artikel zum Thema, was ist eigentlich Inklusion? Und da war die einfachere Antwort, wenn Anderssein normal ist. Das hatte mir super gefallen. Und dann hatte ich die ersten Buchstaben von diesem Satz, wenn Anderssein normal ist, aneinander gesetzt. Das ergibt Vasni. Und ich weiß noch, das war jetzt nicht, dass ich sofort begeistert davon war. Aber dann habe ich noch geprüft, ist Vasni.de noch frei? Und es war noch frei. Und das war dann eigentlich schon die Entscheidung, okay, es wird Vasni heißen. Einfach zu merken. Und ich bin auch da wieder super glücklich, dass das so gekommen ist, weil das gilt zum einen für unsere Firma, für alle, die arbeiten, für die Frage, wie wir arbeiten, wenn anders sein normal ist. Und das, da kommt man vielleicht später noch drauf zur Frage, was wir tun. Aber das hat auch unsere Kunden, für die gilt das genauso. Also wenn anders sein normal ist. Und es passt für uns einfach für alle Facetten von dem, was wir tun. Ja, ich finde, das ist auch etwas, wo man nicht nur, wenn man über ihr Unternehmen spricht, sondern generell als Ziel haben sollte, genau das eben nach vorne zu bringen. Jetzt haben wir also festgestellt, okay, Vasni gibt es. Es gibt drei Personen mittlerweile, die festgestellt haben, aufgrund eines glücklichen Umstands macht man jetzt Hoodies. Man findet Menschen auf der Straße, zu denen man sagt, probier das mal an. Ja, ja. Und dann muss ja aber irgendwann der nächste Schritt kommen. Also was ich finde, was man nicht vergessen darf bei allem sozialen Engagement, bei allem Idealismus, war ja auch immer klar, das soll schon auch wirtschaftlich funktionieren. Ja, das ist hilfreich, auf jeden Fall.
Ja, die vielleicht noch mit Bedeutung war die Nacht vor der Eröffnung, weil auch ein Tag vor der Eröffnung sah es noch lange nicht so aus, als also da haben uns auch die Nachbarn gefragt, Mensch, das klappt, wie soll denn das funktionieren? Das war uns auch nicht ganz klar. Und in der Nacht vor der Eröffnung sind viele Dinge noch entstanden. Also wir haben dann gesagt, okay, wir hatten einfach einen einfarbigen Hoodie und wir hatten vier, fünf verschiedene Stofffarben. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir sowieso die Bündchen sowieso selber dran nähen und die Kordel einziehen, dann kann doch, lassen wir doch den Kunden, die Kundin einfach selbst entscheiden, welche Farbe sie nimmt. Und das war so, da ist so das Thema, dass ich mir den Pulli selbst zusammenstellen kann, ist eigentlich dort erst geboren, dass wir sagen, wir müssen noch irgendwas Besonderes anbieten. Das war so das Erste und dann sehr entscheidend. Der zweite Teil war am Tag der Eröffnung. Unser Kunde Richard, an den Namen können wir uns alle noch gut erinnern, der kam rein, ein großer, schlanker Mann. Und der hat uns zu uns gesagt, er hat immer das Problem, dass er sich einen XL-Pulli kaufen muss, obwohl er eigentlich M hat, nur damit die Ärmel lang genug sind, weil er sonst immer so Hochwasserärmel hatte. Und er hat gefragt, Mensch, könnt ihr mir nicht einfach längere Ärmel oder könnt ihr den Pulli nicht einfach länger machen? Und das haben wir gemacht und anfangs noch mit dem Aufpreis. Wir haben auch für andersfarbige Kordel Aufpreise gehabt. Das war ein sehr kompliziertes System. Und dann, das war aber schon ja, so unser Durchbruch. Also diese Maßnahmen, dass wir gesagt haben, das kommt total gut an. Viele Menschen haben so diesen Bedarf, hey, ich habe, wenn anders sein normal ist, nicht den normalen Standardkörper und ich brauche irgendwelche Veränderungen in die Höhe, in die Breite, egal wie. Mittlerweile ist das ein Preis mit drin. Genau, dann war es so diesmal Maßänderung so mit drin. Es kam dann dazu, dass wir verschiedene Reißverschlussfarben angeboten haben. Es kam viel mehr Kordeln dazu. Dann kamen Menschen, die sagten, oh, Hoodies, ich mag nicht so Kapuzen, könnt ihr nicht was ohne Kapuze machen? Dann haben wir angefangen, Schalkrägen zu machen, Rundhals. Und so hat sich das weiterentwickelt. Ja, und dann haben wir festgestellt, funktioniert ganz gut. Oder stimmt eigentlich nicht, die ersten 2 Monate waren sehr bescheiden. War eine harte Zeit. Da kam nämlich einfach auch kaum jemand. Aber dann kam die Esslinger Zeitung auf uns zu und hat einen Bericht über uns geschrieben. Ja, und dann fing das an, einfach Stück für Stück, dass immer mehr Menschen zu uns kamen. Dieser Bezug zu Esslingen, wir kommen gleich nochmal drauf, wie es denn dann auch so weitergeht und was euch alle im Alltag denn beschäftigt. Aber ich glaube, dieser Bezug zu Esslingen, den finde ich ja schon auch faszinierend, Ja. weil sie hätten ja irgendwo hingehen können mit dieser Idee, aber es ist dann Esslingen geworden, schon aus Verbundenheit heraus. Und im Nachhinein war ja auch das ein Glücksfall. Wäre übrigens auch mal noch ein eigenes Thema wert, wie wichtig eigentlich Lokaljournalismus ist. Übrigens Ja. auch in Zukunft. Das beschäftigt mich sehr, auch mit den Schlagzeilen, die wir da momentan haben, dass genau solche Dinge dafür sorgen, dass in dieser Stadt was vorangeht. Ja. Dass es Essling geworden ist, ich habe da gewohnt. Das war natürlich, hatte schon, das war schon der Grund. Auch da im Nachhinein natürlich super, weil Essling hat eine sehr gute Größe. Es ist halt eine Stadt mit knapp 100.000 EinwohnerInnen. Ist es nicht zu groß, also so, dass man trotzdem schnell im Gespräch ist oder die Zeitung kam tatsächlich auf uns zu und hat gesagt, hey, da ist was Neues, wir würden gerne darüber berichten. Und das war natürlich einfach genial. Und dann die ganze, wir haben noch nie Geld ausgegeben bisher für Werbung. Das ist einfach dann in Esslingen auch, ja, man kennt sich, man erzählt es dann weiter und dann, ah, mein Nachbar trägt auch ein Wasni, will ich auch ein und so ging das dann immer weiter. Genau, und das ist natürlich, ja, in Esslingen finde ich, ist sowieso eine super schöne Stadt für alle, die nicht von hier kommen. Absolut. genau. Ja, genau die richtige Größe für uns, ja. Ja, und jetzt, wenn wir uns dann nochmal raten, jetzt sind die 2 Monate, so die harte Phase ist überstanden. Man Ja. kriegt Aufmerksamkeit. Übrigens finde ich das bis heute etwas, wovon das auch für so eine Stadt ganz großartig ist, dass eben solche Unternehmen wie Basni Aufmerksamkeit bekommen, weil es macht ja was mit den Menschen, drüber nachzudenken, auch woher kommt meine Bekleidung, was hat es eigentlich für Auswirkungen, wo ich sie kaufe, wo auch das Material herkommt. Und dieser Anspruch geht ja wirklich dann nicht nur über den Stoff, sondern auch über alles Weitere sagen zu können, das, was da bei Basni passiert, das hat schon nachhaltigen Hintergrund. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall die Idee, was wir versuchen, immer weiter voranzutreiben. Also das Thema, wenn anders sein normal ist, klar, sind wir erstmal ein Inklusionsunternehmen. Das heißt, unser vorderrangiges Ziel ist auch, wirklich Arbeit oder Arbeitsplätze zu schaffen für Menschen, die sonst arbeitslos sind, von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder einfach woanders gar keine Chance bekommen. Aber dieses Thema, ja, wenn anders sein normal ist, versuchen wir auch in anderen Aspekten umzusetzen. Bei der Frage, ja, mit was arbeiten wir vom Material, dass wir konsequent auf Biobaumwolle achten? Das ist auch die Frage, wie wir arbeiten, also wie wir miteinander umgehen. Wie sind
Arbeitszeitmodelle. Das hat sich auch viel geändert in den letzten 5 Jahren. Wie treffen wir Entscheidungen? Ist auch so etwas. Und ich sage auch immer, ich habe da nie die Lösung dafür. Und ich weiß auch nicht, wie es richtig geht. Aber ich finde, ich will, dass wir gerne der Ort sind, wo wir Dinge ausprobieren, und dann einfach versuchen, Dinge anders zu tun. Ja. Wie ist denn Vasni jetzt heute aufgestellt? Also das, was wir gerade erlebt haben, war so ein Zeitraffer, so ganz grob Ja. auf 4,5 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Vielleicht, wenn man die Anfangszeit noch dazu nimmt, sogar 5 bis 6 Jahre. Wie ist Vasni heute aufgestellt und wie geht's euch heute? Wie geht es uns heute? Also bis vor einem Jahr war es noch so, dass wir sind einfach vielleicht noch ganz kurz, die ersten 5 Jahre war so, dass wir jedes Jahr so ein bisschen gewachsen sind. Der Online-Shop kam dazu. Wir haben diesen Konfigurator, dass man online sich alles anschauen kann. Und jedes Jahr kam eine neue Mitarbeiterin dazu, ein neuer Mitarbeiter. Und letztes Jahr im Sommer waren wir so ein Team von 6, 7 Leuten. Und dann hat eine Schülerin an einem Wettbewerb teilgenommen. Mit der FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat Wirtschaft und Schule, hat dort einen Bericht über uns geschrieben und hat mit diesem Artikel gewonnen. Und dann kam es letztes Jahr, okay, 2020, war eine halbe Seite in Wirtschaftsteil, in der Samstagszeitung in der FAZ. Das gab schon mal den ersten Schub. Dadurch ist das SWR auf uns aufmerksam geworden und hat dann vor ungefähr einem Jahr über uns eine Doku gedreht, haben uns 10 Tage lang begleitet. Nadine, mich und noch 2 andere Mitarbeiterinnen, ja, und haben darüber eine halbstündige Doku gemacht. Die lief letztes Jahr im Fernsehen und dann hat sich irgendwie alles geändert. Also heute sind wir 16 Menschen, die hier arbeiten. Wir sind mittlerweile umgezogen in Esslingen. Wir sind an einem ganz anderen Ort, seit 3 Monaten. Genau, und sind noch da so in der Findungsphase. Also wir fühlen uns wohl hier. Wir kämpfen noch mit der Heizsituation, die schon besser ist als vorher, aber noch ausbaufähig. Ja, konnten mittlerweile umziehen in total tolle Räumlichkeiten. Ja, und sind natürlich dem SWR auch wiederum sehr dankbar oder der Autorin von der Doku, dass die, ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die hat jetzt auch schon 2 Preise bekommen, was uns auch jedes Mal natürlich wieder freut und nochmal pusht. Genau, und was dadurch auch einfach toll ist, also mir geht es immer darum, Wirkung zu erzielen. Und die eine Wirkung ist bei uns das Thema Schaffen von Arbeitsplätzen. Aber das ist begrenzt. Mein Ziel ist auch nicht, so groß zu werden wie möglich. Also das soll schon, ja, also wir sonst wollen uns dabei auch noch wohlfühlen. Und die zweite Wirkung ist einfach, Vorbild zu sein für andere. Und dafür war die Doku genial, dafür ist unser Gespräch super. Einfach die Idee, andere Menschen damit zu erreichen, auch gerade Unternehmer, Unternehmerinnen, zu sagen, hey, das funktioniert, das geht, das kann gehen. Probiert es doch auch aus. Und wenn Lust habt, fragt wie oder ja, oder guckt euch das an. Aber dadurch andere zu inspirieren, das ist ein Ziel. Und dafür ist natürlich die Aufmerksamkeit einfach super gewesen im letzten Jahr. Also ich glaube, das ist auch etwas ganz, ganz Wertvolles. Das sage ich auch als Kommunalpolitiker. Das tut übrigens auch einer Stadt gut, nicht nur als Wirtschaftsstandort, also so mal so eine klassische Ja. Start-up-Geschichte erzählen zu können und sagen zu können, schaut mal, bei uns gibt es sowas, sondern auch tatsächlich das zu leben, zu sagen, wir machen uns mal Gedanken, wie sieht eigentlich Arbeitsalltag aus? Auch Ja. dieses Thema Arbeitsfähigkeit und Leistungsfähigkeit, wonach Menschen manchmal beurteilt werden, auch mal Ja. aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und etwas, was wir alle immer gerne sagen, aber im Alltag oft vergessen zu sagen, wirklich jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch wird gebraucht in unserer Gesellschaft. Das finde ich schon etwas sehr Bewundernswertes. Ja. Kann ich nur unterschreiben, ja. Ja. Kann ich. Ja. Und vorhin hat jemand gefragt, was braucht Vasni? Was braucht Vasni, wenn man heute sie fragt und sagt, was fehlt denn jetzt? So, es läuft alles so toll, es ist alles klasse. Das ist die eine Frage, was brauchen Sie? Weil, wie kann man helfen? Außer, dass man natürlich auf die Homepage geht und Sie Ja. fleißig unterstützt und nicht nur mit Ja. warmen Worten das macht, sondern auch tatsächlich im Bewusstsein was ändert, auch im Kaufverhalten etwas ändert. Und die zweite Frage, was mich noch interessieren würde, wir reden ja immer von den vielen positiven Seiten, die es ja zweifellos gibt. Haben Sie auch irgendwelche furchtbaren oder negativen Erfahrungen machen müssen, weil wir ja auch erleben, dass man sehr schnell, gerade auch wenn man erfolgreich ist, gerade auch wenn man sehr integrativ unterwegs ist, oftmals dann auch vielleicht Dinge erlebt, die man so nicht erwartet hätte, die eher negativ waren? Die vergesse ich immer so schnell. Genau. Was wir brauchen, ja, also natürlich, wenn jemand
von uns erzählt, ist das immer gut. Hilft das auf jeden Fall. Ich glaube, was wir uns alle so ein bisschen wünschen, wir hatten einfach viel, wirklich viel Stress. Letztes Jahr kam jeden Monat noch jemand neu dazu, dann der Umzugsgeschichte dazu. Diese Woche haben wir eine größere Umstellung. Ich glaube, dieses Jahr wünschen wir uns alle einfach mal durchzuatmen für ein paar Monate. Nichts groß Neues, sondern genau einfach mal ein paar Monate ruhig durchzuarbeiten. Schattenseiten, ja. Also für mich persönlich natürlich, die ersten 3 Jahre waren natürlich super wirtschaftlich geprägt. Was sagt mir auch, das muss ich ja auch rechnen. Und ich glaube, 9 von 10 Unternehmen überleben nicht die ersten 3 Jahre. Und dann war natürlich der Fokus sehr stark auf den wirtschaftlichen. Und das ist natürlich sehr angenehm, dass es, ich will nicht sagen, nicht mehr so ist, weil natürlich haben wir weiterhin wirtschaftlichen Druck und versuchen natürlich auch, also wir bewegen uns einfach im Niedriglohnsektor und versuchen natürlich, also den Mindestlohn, der bald kommen wird, den haben wir bei uns schon einige Monate erreicht. Aber auch da ist der Grundgedanke, wenn wir mehr verdienen, dass wir auch sagen, das wird auch wirklich verteilt, also dass davon jeder profitiert. Und das sind natürlich schon immer wieder Dinge, die mich oder uns natürlich auch beschäftigen. Jetzt haben wir ein deutlich größeres Gebäude, was auch mehr Miete kostet. Also der wirtschaftliche Aspekt ist da nie ganz weg. Negativ, ich weiß nicht, ob ich es negativ nennen will. Natürlich gibt es viele Erfahrungen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern mit Nadine, Nadine ist kleinwüchsig, dass wir unterwegs waren. Das war mir vorher noch nie so aufgefallen, weil wir zu zweit unterwegs waren, diese starrenden Blicke. Mhm. Das sind so Dinge, die auffallen. Oder ich war mit Japrak, ich glaube, wir waren Eis essen und die Bedienung fragt mich, ja, was will sie denn, obwohl sie schon auf irgendwas gezeigt hat. Aber ich denke, es ist nicht so schwierig, sich mit Zeigen irgendwie verständlich zu machen. Aber ich sehe das eigentlich auch positiv zu sagen, dadurch, wir schaffen halt Begegnungen, also Menschen bekommen Begegnungen mit Menschen und sehen, dass es halt auch anders geht und vielleicht ja auch wieder dieses Thema, wenn anders dann normal wird oder werden kann, dafür braucht es halt auch Begegnungen. Genau, und so hoffe ich immer, dass wir durch jede Begegnung natürlich auch ja, einen positiven Auswirkung dadurch haben, dass Leute wegkommen von starren oder komischen Fragen stellen oder genau, oder beliebte Frage, ja, wie viel Behinderte arbeiten denn bei euch? Ja, ich sag mal, ja, bei uns sind alle behindert. Genau. Ja, wer kann sich dann davon freisprechen? Ja, keine Einschränkung zu haben. Ja. Deshalb waren das bewusst die Fragen, die ich nicht gestellt habe, weil ich gesagt habe, also man muss sich doch einfach überlegen, wenn man sonst mit einem Unternehmer spricht, frage ich den vielleicht, wie groß ist eigentlich der Mitarbeiter A oder B? Oder frage ich den, wie viele Mitarbeiter haben welchen Hintergrund? Nein, tun wir nicht, sondern es ist ganz normal, dass Menschen unterschiedlich sind. Und bevor wir jetzt gleich in die Schlussrunde einbiegen müssen, hat der Rainer Hauenschild noch die berechtigte Frage, in welcher Straße ist jetzt das Unternehmen? Im Moment sind wir zweigeteilt, also wir sind umgezogen mit dem Zuschnitt, mit den Nähen, mit allen Büroarbeitsplätzen. Wir sind alle umgezogen in die Mettinger Straße, das ist von Esslingen nach Mettingen fahren, in Ortsteil Mettingen, direkt an den Weinbergen gelegen. Neben dem Hengstenberg-Areal, für die Lokalen sagt es noch etwas ehemaliges Rosneck, oder das heißt Rosneck-Areal, da sind wir. Dort kann man uns aber noch nicht besuchen. Wir haben unseren Laden noch in der Küferstraße, weiterhin wie die ersten Jahre auch. Wir werden irgendwann Ende Februar, im Laufe des Märzes ziehen wir um, auch mit dem Laden, und dann werden wir hier einen Fabrikverkauf haben. Die Idee ist, in Esslingen gibt es den Esslinger Herbst, das ist das erste Wochenende im April, dass wir zu dem Wochenende, toll, 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 sofern das Corona zulässt, eine wirkliche Öffnung haben, zu sagen, wir machen die Türen auf und zeigen, wo wir arbeiten, wie wir arbeiten. Genau, und das werden wir aber auf jeden Fall über die sozialen Medien, Instagram, Facebook, Website auf jeden Fall gut verkündigen, im Schaufenster und so weiter. Also wir werden dann umziehen und dann gibt es nur noch diesen Standort hier in Mettingen, also hier in der Mettinger Straße. Ja. Da gab es jetzt auch noch eine konkrete Frage. Es hat jemand gefragt, ob man mit Assistenzhund bei euch in den Laden darf. Auf jeden Fall, ja. Wir sind auch komplett barrierefrei. Wir waren am alten Standort barrierefrei. Jetzt haben wir auch noch eine barrierefreie Toilette. Wir sind zwar im ersten Stock, aber es gibt einen Fahrstuhl. Genau, es gibt keine Treppen. Es gibt Treppen, aber die sind überwindbar durch den Fahrstuhl. Ja. Toll. Also ich will an der Stelle einfach mal herzlich Dank sagen.
Nicht nur für das Gespräch heute. Ich merke, wir könnten uns stundenlang über ganz viele Themen unterhalten. Ich freue mich für Sie, dass Ihr Mut belohnt worden ist. Das geht manchmal vielleicht auch ein bisschen unter. Da gehört schon viel Mut auch dazu, das Leben irgendwann mal auf andere Beine zu stellen. Und es ist schön, wenn das belohnt wird. Und nochmal, ich finde, das, was Sie machen, ist eine Bereicherung für die Stadt wirtschaftlich, aber gerade auch gesellschaftlich. Und wenn beides zusammenkommt, ist es eigentlich ein Idealfall. Deshalb drücke ich alle Daumen, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht. Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit auch bei all Ihren Mitarbeitenden. Ich finde, es ist ganz toll, was Sie alle gemeinsam auf die Beine stellen. Ich weiß, wovon ich rede, wenn man als Chef vorne dran steht und dann auch die Erfolge repräsentieren darf. Dahinter sind ganz viele, ganz fleißige, ohne die vieles nicht möglich wäre. Und insofern ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle. Bleiben Sie engagiert, bleiben Sie erfolgreich. Und dann möchten wir alle hoffentlich einen Beitrag dazu leisten, dass Anderssein schlicht und ergreifend normal ist. Ja, vielen Dank für die ganzen Wünsche. Auch von mir ein Dankeschön für das Gespräch. Und auch von mir ein ganz dickes Dankeschön ans Team. Das kommt irgendwie, ich merke mal, wenn ich dann doch noch was zu meckern habe, dass ich so wenig auch gelobt habe. Aber ich habe gerade gesehen, ich sehe gerade Maya, Nadine, Jelly, alles gucken ja auch einige zu. Also ich habe wirklich ein unglaubliches Glück, mit so vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten oder zusammen zu sein dürfen den ganzen Tag. Also ja, der Dank gilt auch von mir, dem ganzen Haufen. Ja, und ja, jeder ist herzlich willkommen, vorbeizukommen. Ja. Dann freue ich mich schon auf alle weiteren Begegnungen, vor allem ganz real, live und in Farbe. Und bis dahin weiterhin viel Erfolg. Passen Sie gut aufeinander auf. Und in diesen Zeiten gilt vor allem, gesund bleiben, bitteschön. Wir geben unser Bestes, ja. Dankeschön. Ich danke auch. Alles Gute. Einen schönen Abend zusammen. Jawohl. Ciao. Tschüss.